Taktwechsel innerhalb eines Stückes. Das Stück, das Sie eben hörten, heißt Hopser und Stupser und ist ein Springtanz aus Böhmen. Ich habe es aus dem Heft Lieder fremder Länder von Peter Hoch. Wie Sie bestimmt gehört haben, wechselt das Stück ständig vom Dreivierteltakt zum Zweivierteltakt. Ich spiele Ihnen jetzt eine kleine Übung vor und ich werde die 1 immer betonen, sodass Sie hören, wo der Wechsel ist. Wenn Sie diese Übung spielen und wenn Sie die nachfolgenden Stücke auch spielen, müssen Sie immer die 1 gut betonen. Sonst kann man den Taktwechsel nicht erkennen. Das nächste Stück ist ein Zwiefacher. Er entstammt dem süddeutschen Raum und es ist ein ständiger Wechsel von Drehertanz und Walzertanz. Das heißt, wir haben einen Wechsel zwischen Dreier- und Vierertakt. Ich spiele Ihnen dazu eine Übung vor. Ich spiele Ihnen jetzt den Zwiefacher vor. Er ist aus meiner Klarinettenschule für 2 Klarinetten gesetzt. Als nächstes kommt Kater Mikesch aus Leichte Duette für 2 Klarinetten von Bernhard Kössling. Auch dazu erst eine Vorübung. So, und jetzt Kater Mikesch. Die Noten zum Mitspielen und Üben finden Sie über einen Link in der Videobeschreibung. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte in den Kommentaren. Und tschüss!